Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns! Maulwurf-Patrouille haben wir im letzten Part gespielt und machen das jetzt auch wieder. Darin geht's darum, eine Kanone zu bedienen und zu justieren durch bestimmte Areale. Und ihr seht schon wieder, dass die Sau winkt wie bekloppt. Okay, zünden und dann geht die Party auch schon los. Wie gesagt, es ist nicht besonders einfach, die Rakete zu steuern, wirklich nicht. Weil die sehr schnell nach oben und nach unten ausschlägt. Deswegen muss man da ein bisschen ein Gefühl dafür haben. Das entwickelt man, je länger man es spielt. Und im Grunde, je länger, desto länger. Oh mein Gott, lass es mich ruhen. Das mal ohne Probleme geschafft. Nirgendwo anecken, dann ist man sofort tot. Checkpoint, ohne Probleme. Oh mein Gott, das habe ich sogar die perfekt geschafft. Was ist mit mir jetzt los? Okay, das entspricht schon wieder mehr meinem Profil. Das war für die Quote. Nein, Leute, los geht's jetzt. Ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir es schaffen können. Natürlich. Sagst du Worte wie natürlich nicht? Ich meine damit... ich werde wohl kaum ein Let's Play hier abbrechen. Am besten ich sag einfach gar nichts mehr. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Nichts, sage ich. Okay, ich bin mit nichts sagen weitergekommen als zuvor. Aber ich werde jetzt trotzdem wieder weiterschwitzen, weil sonst wird es für euch zu langweilig. Ich hatte, glaube ich, schon mal einen Metroid ADM Part, wo ich also auf tonlos gekommen bin. Aus Versehen. Mitten im Part. Und ja, da war meine Stimme nicht aufgezeichnet. Auch wenn ich jetzt... Ey, mach ein bisschen... Das ist nicht einfach, ey, man... Da flattern die Nerven nach einer Weile auch, aber je länger man das spielt, desto besser kann man's. Und das Geile ist, man wird nicht... Man verliert den Bock nicht dran, es ist so schön. Man hat richtig Lust, es zu machen. Und nochmal zu machen. Achtung. Da so zu halten, ist echt schwierig. Oh mein Gott. Der Saft geht aus. Ach, ich verpasse die Stelle immer. Na egal. Wir haben es geschafft. Wir haben auch alle Kong-Buchstaben. Aber Puzzleteile sieht nicht so souverän aus, ne? Nee. Ey, aber wir haben es geschafft. Das ist schon mal viel wert. Gut, dann stürzen wir uns wieder in den nächsten Level. Ey, das ist der Endboss. Aber ich mache jetzt... Hier haben wir noch was übrig. Und zwar... Was ist das hier? Achso, das ist nur Cranky. Okay. Höhlen hat's. Tja, das dürfte noch ein Loro-Level sein. Warum eigentlich nicht? Oh mein Gott. Hä? Was ist das? Nun denn! Oho. Banana. Die sammeln wir alle mal ein. Vielleicht bekommen wir was. Nö. Okay. Versteckte Bonuslevel. Oh mein fucking Gott. Ich sammle erstmal das in der Mitte ein. Das macht vielleicht mehr Sinn.
Oh Mann. Schade, Schokolade. Was soll's? Ich wollte eigentlich nur hier die Dinger auspusten. Aber da das ja nicht so viel zu bringen scheint. Egal. Yay, Geld. Schlafende Fledermäuse. Oh Gott, was ist das für ein Vieh? Was muss ich da machen, Mann? Ich will nochmal. Das ist nämlich ein sehr cooler Bonuslevel, der gefällt mir. Kein Kommentar. Kein Kommentar. Ich will jetzt zu den. Ach, da ist ein. Oh mein Gott. Nochmal Rakete. Ich werde gehatzt. Das heißt ja Hatz. Ich weiß es, dass es gehetzt heißt, aber ich sag halt, ich werde gehatzt. Okay. Die Rakete, mein Freund. Das Auto für Donkey Kong. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Wir werden bestimmt die besten Freunde. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Checkpoint. Also nach dem letzten Level ist das hier gar nicht so schwer. Aber wahrscheinlich kommt das noch. Und ich werde jetzt eh sterben, weil ich das gesagt habe. Das war fies. Das war fies. Die haben zusammen kooperiert. Wenn ich so sagen darf. Oh mein Gott. Ne, die eine hat mich nach oben gelotst und oben hat die andere gewartet. Das war ein bisschen fies. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Also was anderes fällt mir dazu nicht ein, hey. Achtung. Genau. Da sind wir bisher abgekackt. Hallo, wie geht's, mein Guter? Alles klar? Was man nicht alles für das End tut, oder? Habt ihr das gesehen? Oh Mann, oh Mann. Aber der Level gefällt mir auch sehr gut. Ich finde alle Level bisher sehr gut. Und das bringt mich schon ein bisschen zum Überlegen. Bestes Donkey Kong Country aller Zeiten? Fragezeichen. Ich meine, die ersten drei Teile wirken da ein bisschen antiker. Aber ist es auch wirklich schlechter? Schwer zu sagen, auf jeden Fall ist es anders und erfrischend neu. Und jeder Level hat so viele tolle Sachen zu bieten. Aber ich will mich da nicht festlegen, von wegen bestes Donkey Kong. Das ist, glaube ich, Geschmackssache für jeden. Ich bin auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Das muss ich immer wieder anmerken. So, nicht runterfallen. Ich hätte es fast geschafft. Scheiß-Plattform, ey. Bewegt sich nach links und nach rechts. Als wäre das Absicht von den Entwicklern gewesen. So, meine Lieben. Träumt süß. Ich tue euch nichts. Ich weiß gar nicht, warum ihr so ausflippt. Ich finde die Rakete eigentlich geil. Man muss sie nur ein bisschen beherrschen. Ja, dann nochmal. Alter, was sind Brocken? Verdammt. 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 Das Fluchen muss ich nur üben, ich weiß. Verdammt. Bumm. Mir egal, komm. Davon werden die nicht wach, ne? Ist klar.
Zubat! Sie sehen aus wie... Oh, scheiße. Mann! So. Jetzt habe ich wenigstens meinen Teil dazu beigetragen. Mann, oh Mann. Was ich sagen wollte, die sehen alle aus wie fette Zubats. Nicht wie Golbats, weil Golbats hat mehr Augen. Die sehen aus wie Zubats. So, ein bisschen Konzentration jetzt, weil ich will das auch schaffen. Irgendwann muss ich ja mal schaffen. Vor dem Vieh muss man gar keine Angst oder keinen Respekt haben. Wir können ja nicht nach links oder nach rechts oder schneller werden oder so. Wir können ja nur nach oben oder unten. Ah, Buchstabe verpasst. Was soll's? Ha! Und jetzt... Genau! Jetzt kommt wieder der Dicke. Oh, verdammt fast! Egal, so weit waren wir noch nicht. Lasst euch von dem nicht irritieren. Checkpoint. Hä? Oh. Was macht der? Das ist doch nicht zu glauben. Na, wenn das kein Pokémon ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Was soll dieser Kran da? Kann ich den benutzen oder so? Oh, jetzt wird's heiß, ey. Wo soll ich denn wissen, wo der hinschießt, Mann? Also, hallo? Ziemlich affig, das Ganze. Na gut. Wenn ich seinem Maul aus dem Weg gehe, pralle ich halt auf die Bodenplanken. Nein, ich meine, wenn ich seinem Maul aus dem Weg gehe, kann mir eigentlich nichts passieren. Aber er macht sein Maul schon ziemlich weit auf. Das gibt viele Möglichkeiten. Dämlich! Komm jetzt, reiß dich ein bisschen zusammen. Scheiß jetzt mal auf die Items. Oh, ich schmeiß bald was gegen die Wand. Vor allen Dingen ist es mein letztes Leben, ne? Und die Bananen reichen nicht aus, also es muss jetzt klappen. Das ist echt sau schwer. Irgendwie in jedem Part derselbe Ablauf. Aber okay, wir machen hier wieder Pause und regeln das Ganze im nächsten Part. Bis dann und ciao.